Hey, meine was draußen, ich bin's Jan von Bice Unite und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute natürlich wieder Road to Euro 2020. Ich habe es euch versprochen, jeden Tag kommt ein Video zu dieser Serie. Ich habe es euch versprochen und bisher haben wir es auch ganz gut eingehalten. Wir haben schon Display geöffnet, wir haben Starter Pack natürlich am Anfang geöffnet, wir haben Blister geöffnet, wir haben die Mini-Tin schon geöffnet. Hier, diese kleine Tin, die ist schon offen. Haben darin richtig geile Karten bekommen. Vielleicht eine Rare, ich will nicht spoilern, aber es gab eine Rare. Ja, und ich hoffe, wir haben ähnlich viel Glück heute mit der großen Tin. Also, das haben wir heute am Start. 48 Adrenalinkarten plus 2 Limis. Also eigentlich genau doppelt so viel wie beim anderen. Ein Preis steht jetzt nicht da drauf, deswegen kann ich euch den jetzt schlecht sagen, aber in der Videobeschreibung ist der Link zum Panini Shop. An der Stelle natürlich Werbung, bisschen für Panini, die uns freundlicherweise die Karten kostenlos zur Verfügung gestellt haben, damit wir sie euch präsentieren können, die Karten. Der Erstverkaufstag ist der 9. April, das ist Dienstag, und ja, wir haben sie glücklicherweise schon ein bisschen vorher, deswegen auch die ganzen Videos schon. Aber die, ich hoffe, ihr habt die jetzt auch bald. So, ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal, machen das Plastik weg. Also, aber ich werde mal schätzen, die Tins, wie viel kosten die sonst? So 12 Euro, 12, 13 Euro waren die, glaube ich, sonst immer. Deswegen, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass das alles so bleibt. Wir haben zwei Limis. Ich glaube, bei Adrenal, bei 365 war es drei Limis in der großen Tin. Wenn ich mich recht erinnere. Oder waren es zwei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier die gleichen Spieler wie auf der Mini-Tin. Wieder hier dieses kleine Dreieck für die Nations League. Die Tin hatten so ein schönes, ja, schönes Feeling. Hier alles, was Silber ist, ist ein bisschen, fühlt man das Metall, und die ganze Druck hier ist so glatt. Also irgendwie fühlt sich sehr, sehr geil an. Hier Road to Euro natürlich, Adrenalin, wie man es gewohnt ist. Offizielles Lizenzprodukt und so weiter. Adrenalin und unten nochmal ein paar Barcodes, Logos und so weiter. Ich habe keine Ahnung, was für eine Limit wir drin bekommen. In der kleinen Tin war es schon ein guter Spieler. Ich spoilere wieder mal nicht, weil ich weiß, viele kommen jetzt neu auf unsere Videos, haben vielleicht noch nicht alle Videos gesehen. Die findet ihr oben, wenn ihr auf i drückt, oder natürlich auf unserem Kanal. An der Stelle auch gerne abonnieren und Daumen nach oben. 100 Likes in den ersten 24 Stunden ist, denke ich, eine machbare Aufgabe. Würde uns wirklich unterstützen. Aber falls ihr das andere Video nicht gesehen habt, will ich euch nicht spoilern, was für ein Limit drin war. Aber ich kann euch sagen, es ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Davon gibt es halt viele, und wir müssen schauen. Wir haben noch einen sehr, sehr guten Stürmer. Vielleicht ein bisschen weniger gut als der in der Mini-Tin. Dries Mertens ist es. Hier, die Karten werden in Form gehalten, in Platz gehalten. Mit diesen grünen Pappe hier, finde ich ganz cool. Dann kann man hier die Limis rausholen. Wir haben ja zwei Stück. Mal schauen, die zweite ist kein Stürmer, sondern Sergio Ramos, 97 Verteidigung, starker Wert. Was hatte Mertens eigentlich? 93 Angriff. Das sind die beiden Limis. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Limis findet. Ich finde sie sehr, sehr geil. Ich finde es cool, dass im Hintergrund dieses Limited Edition so silber ist und der Name auch. Und das um den Spieler herum, seht ihr die Kontur? Die hat nicht einfach so einen silbernen Glanzeffekt, sondern so einen Holo-Glanzeffekt. Finde ich sehr, sehr geil, cooles Detail, was sich Panini da wieder ausgedacht hat. Das letzte Mal hatten wir 4 Packs, das müssten jetzt 8 Päckchen sein. Dann habt ihr hier diese Pappe, die könnt ihr aber auch ganz einfach rausnehmen. Ist hier so ein bisschen so zusammengesteckt, das habe ich auch noch nie so gesehen. Hier könnt ihr das Stück für Stück, glaube ich, rausholen. Ja, so, ich lasse jetzt erstmal drinne. Hat durchaus seine Vorteile, es auch drin zu lassen. Wenn man nicht so viele Karten hat, und wenn man dann ganz viele Karten hat, holt man es raus, packt die alle da rein. So, also, ich habe euch eben schon ein bisschen gespoilert. In der Mini-Tin hatten wir eine Limi.
Limis in jedem 20. Päckchen. Wir haben hier 2, 4, 6, 8 Stück. Das heißt, unsere Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Limi bekommen, ist gar nicht mal so schlecht. Aber ist trotzdem nicht garantiert oder immer noch unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeiten immer noch weniger als 50%. Hier haben wir nochmal die Odds. Also in jedem 20. Päckchen eine Rare. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal und öffnen das erste Päckchen. Mal schauen, was wir hier alles drin bekommen. Sergio Busquets, dann die erste umgedrehte Karte ist Samuel Umtiti, Defensive Rock, 94 Verteidigung, starke Karte. Dann haben wir Tomáš Kalaš, Isco, James Chester und Robin Olsen. So, Basiskarten kommen mal rechts, die Special Karten nach links. So, dann haben wir Berezinski, dann ein Rising Star, Sander Berge, guter Spieler, 86, Control, der Norweger, fehlt uns auch noch in unserer Sammlung, Nathan Ake, McGregor, Duda und Yunus Mali. Bei Mali habe ich, glaube ich, bei irgendeinem letzten oder vorletzten Video gesagt, wir brauchen den natürlich nicht mehr. Aber immer noch brauchen wir zwei Basiskarten. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Aber wir brauchen immer noch zwei Basiskarten. Thomas Delaney. Dann haben wir Stephen Davis, Fans Favorite. Die andere nordirische Karte, Kyle Lafferty, habe ich abseits der Kamera gezogen. Also ich hatte hier noch ein paar Päckchen ohne Video geöffnet und da habe ich den dann bekommen. Habe ich auf Instagram auch gepostet. @BuddiesUnited, unbedingt folgen. Ja, wollte ich nur sagen, aber die Lefferty-Karte würde ich auch gerne nochmal doppelt bekommen. Habe ich bisher noch nicht. Jorgensen, Morata, Ramsey, Bromes und Fraser. Also ich glaube, die wir noch brauchen, die Karten, das ist einmal ein Rumäne, den ich nicht kannte. Oder der hat, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Und der zweite war auch vom kleineren Land, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren es zwei Spieler, die jetzt keinen großen Namen hatten. Hubochan haben wir erstmal von Slowakei. Da haben wir die Schweiz für die Nations League. Mulgrew, Diaz, Toivio. Da haben wir Danilo Pereira und Forrest. Das nächste Päckchen. Ich muss wirklich sagen, ich finde die Karte cool gemacht. Und wenn man sich das Album ansieht, also wie gesagt, das habe ich, glaube ich, bisher in jedem Video schon angekündigt. Das erste Mappen-Update wird kommen am Mittwoch. Am Mittwoch, da sollten auch alle von euch die Karten schon selber in der Hand gehabt haben. Und da bringe ich das Mappen-Update. Und ich muss wirklich sagen, das, was Panini sehr gut macht, ist einfach zu schauen, wie sehen die Karten nicht nur so aus, sondern auch im Album, wenn man mal auf die Hintergründe von den, auf den Hintergrund der einzelnen Karten guckt, besonders bei den Power-Up-Karten und so weiter, wie die Karten angeordnet sind, alles Mögliche, haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Tomáš Kada, dann haben wir Marcus Rashford, Game Changer. Ich habe es ja schon mal erwähnt hier, der Hintergrund ist bei jeder dieser Power-Up-Karten anders, damit das Ganze eben, ja, so ein Gesamtbild erschafft. Wobei ich sagen muss, da kommen so Sterne und so raus, glaube ich, da, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man was anderes noch hätte machen können, ich weiß nicht. Tom Lawrence, Granit Xhaka, Sørloth und Bernardo Silva. Aber insgesamt, ich finde die Idee schon gut. Bei der Europameisterschaft, beim letzten, hatten die es ja auch schon mal so, dass dann so die Flaggen und so alles. Ich denke, das sollten sie auch bei der nächsten Euro-Serie machen. Das sieht auf jeden Fall immer sehr, sehr gut aus. Hakan Şalhanoğlu. Dann haben wir Andrew Robertson, der Verteidiger von Liverpool, hier für Schottland, Fans Favorite. Und ich muss sagen, achso, nochmal zu dem ganzen Thema mit Hintergrund so, wenn die ganzen Basiskarten zum Beispiel alle zusammen irgendwas ergeben, weil die Karten so ein Bild oder so im Album, dann hat man nochmal mehr Motivation, alle zu bekommen. Das habe ich sowieso, keine Ahnung, weißt du, die Sammlung will man natürlich vollständig bekommen, aber trotzdem, es ist, oh, Alexandru Cipciu, 177, das ist eine der zwei Karten, die wir noch brauchen. Die andere ist 101 und das ist einer von 101. Könnt ihr jetzt selber nachgucken, wenn ihr die Karten vielleicht mittlerweile schon habt oder wann auch immer ihr das Video guckt. Cipciu ist auf jeden Fall einer von den beiden, deswegen ich lege den mal in die Mitte.
Das andere war 101. Also wenn wir 101 nochmal sehen, dann... Ich weiß halt nicht mehr, was für ein Team das war. Ich sehe gerade. Ja, Ungarn war es. Ungarn. Es war ein Ungar. Und ey, ich gucke mir die nächste Karte noch nicht an. Hä? Das kann nicht wahr sein. Das sind die beiden Basis-Karten, die wir noch gebraucht haben. Adam Lang und Alexandru Cipciu. 101 und 177. Und Leute, ich habe gerade mir mal den Stapel angeguckt, weil ich da die 103 gesehen habe, dass das Ungarn war. Und ich hatte die Karte, glaube ich, die ganze Zeit so im Bild. Man sagt die ganze Zeit 101, 101. Ja, und hier ist also die beiden Karten. Damit haben wir unser Base-Karten-Set schon mal voll. Das kann ich euch schon mal spoilern fürs Mappen-Update. Also, Base-Karten sind jetzt komplett. Klein heißt da noch am Start. So, dann freut mich das auf jeden Fall sehr. Ich habe es eben gesagt. Und dann beide sind in einem Päckchen, Leute. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Spieler. Sind jetzt nicht die Spieler, die ich so auf dem Radar hatte. Bernardeschi. Dann haben wir Manolas. Auch sehr, sehr starker Verteidiger. Defensive Rock von Griechenland. Dann haben wir Haris Seferovic, Kesharü, Randolph und Adam Soloy. Heute auch viele Ungarn. Und wir haben unser letztes Päckchen für heute. Da haben wir Axel Witzel. Dann haben wir Kosovo. Die fehlen uns auf jeden Fall auch noch. Das weiß ich. Dann haben wir Fiola, Evans, McNair und Robert Mack. Also, das war die große Tin der neuen Road to Euro Serie. Morgen kommen dann Multipacks. Ich habe hier zwei liegen. Ich glaube, ich mache sie einfach beide in einem Video auf. Könnt ihr euch drauf freuen. Deswegen abonnieren nicht vergessen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, danach dann das Mappen-Update, worauf ich mich schon richtig freue. Das Album, das ist einfach geil, die Serie ist cool. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen zu bemängeln habe, oder was ich finde, hätte anders sein können, sind die Rares vielleicht. Ich finde, die Rares sind nicht so geil wie, vielleicht ist es auch so eine falsche Herangehensweise, weil ich finde, diese Karten hier, besonders auch die Rising Stars, sind irgendwie viel geiler als die Rares. So vom Glanzeffekt und von allem. Und ich weiß nicht, vielleicht wären die weniger geil, dann würde ich die Rares wieder krasser finden. Vielleicht ist nur dieser Vergleich, oder weil wir auch verwöhnt sind von den ganzen FIFA 35 Serien, weil da die Rares einfach immer phänomenal krank sind. Vielleicht sind wir da ein bisschen zu verwöhnt oder so. Schreibt mir mal auch gerne eure Meinung zu den Rares in die Kommentare oder zu der Serie allgemein. Aber ich finde, die Rares sind nicht die geilsten Karten in dieser Serie. Und das ist so... Und eigentlich sollten sie es sein, weil die Rares sind die seltensten. Das sind die, die man unbedingt irgendwie zusammensammeln will und irgendwie doch nicht alle auf Anhieb bekommt und dann hinterherrennen und so. Und das sollten schon die geilsten Karten sein. Das ist halt nicht so, weil andere geiler sind. Aber andererseits, wenn es dann mehr von diesen geilen Karten gibt und man die auch öfter bekommt, ist auch wieder gut und egal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Serie an sich auf jeden Fall sehr gut gelungen, muss ich sagen. Und ja, das war nochmal mein Wort dazu. Das war's von mir. Däumchen nach oben wäre natürlich geil. Und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Ballist United. Ciao.